Ich bin Lukas Wischnewski, bin 39 Jahre alt und habe im Sommer 2019 bei der Rheinenergie als Anwendungsentwickler angefangen. Bevor ich bei der Rheinenergie angefangen habe, habe ich mir ziemlich viele Fragen gestellt. Passe ich überhaupt in das Unternehmen hinein? Wie wird die Zusammenarbeit mit den Kollegen? Wie agil und flexibel sind die Kollegen in ihrer Arbeitsweise? Und vor allem, kann ich Karriere machen? Nun, auf diese Fragen habe ich meine ganzen Antworten erhalten und möchte diese mit euch teilen. Deshalb begleitet ihr mich heute einen ganzen Tag lang, das, was ich erlebe, das, was ich mache, und könnt mir so über die Schulter schauen. Bei der Wahl der Developer-Tools sind wir bei der Rheinenergie recht frei. Ich bin großer Fan von IntelliJ. Meine Kollegen, zumindest einige davon, schwören auf Visual Studio Code. Nicht jeder Tag startet gleich, aber wir haben uns Routinen angeeignet. So ist es bei mir der tägliche Check-in, bei dem ich mit meinen Kollegen den Tag grob vorausplane. Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ist mir sehr wichtig. Dazu treffe ich mich sehr gerne mit ihnen in einem unserer zahlreichen Meeting Points, um auch komplexere Sachverhalte zu klären. Wir arbeiten bei der Rheinenergie sehr eng mit den Fachbereichen zusammen. So ist man nie auf sich alleine gestellt, wenn Fragen auftauchen. Obwohl ich aktuell das DevOps-Team leite, bin ich im Kern noch Entwickler. Deshalb weiß ich, wie wichtig Weiterbildung ist. Zum einen haben wir die IT-Akademie, die es mir ermöglicht, verschiedene Workshops und Schulungen zu besuchen. Zum anderen den Innovation Friday. An diesem kann ich ungebunden von Projekt an Innovation arbeiten. Die eigenen Stärken stärken, dazu haben wir das Entwicklungsgespräch. Beim Aufbau meines DevOps-Teams finde ich so toll, dass ich sehr eng mit der HR-Abteilung arbeite und dass wir zusammen auch einen agilen Ansatz haben. Das heißt, wir setzen uns in regelmäßigen Abständen zusammen, gehen die einzelnen Bewerber durch und können so unsere Aufgaben zielgerecht einteilen. Das war meine Geschichte bei der Rheinenergie. Wie wird eure?